Podcast. Hallo und willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast. Müsste 493 sein. Ich begrüße sehr herzlich im Studio die Kate. Hallo Kate. Hallo. Ich muss dich mal ein bisschen lauter machen. So, okay, jetzt war es wieder leise. Dann lass uns doch mal loslegen. Wir haben auf jeden Fall für unsere geschätzten Hörer eine Sneak Preview zu besprechen, die ich zwar nicht gesehen habe, aber die Kate hat sie gesehen. Ich war im Kino in einem Film, den die Kate nicht gesehen hat. Und ich habe im Heimkino ein paar Sachen geguckt, die Kate auch nicht gesehen hat. Aber sie hat auch wieder Sachen. Also lasst euch nicht verwirren. Es gibt viele Filme für euch. Und ja, es sind ein paar gute Sachen dabei, denke ich mal. Aber zuerst zu dem ersten Film, den ich nicht beurteilen kann, ob der gut war oder nicht. Das war nämlich in der Sneak Preview Girls Trip. Kate, worum ging's da? Fangt schon an zu lachen, wenn du drüber nachdenkst. Klingt so schlimm, wie der Titel klingt, oder? Ja. Oh, okay. Also, erstmal Kritik hinten angestellt, um was geht es? Es geht um vier erwachsene Frauen, die mal so eine Art College-Clique oder irgendwie sowas waren. Ja, also die waren halt irgendwie die vier besten Freundinnen und haben alles zusammen gemacht, eine Fettparty miteinander gemacht, haben sich auch selbst erfundenen Namen gegeben, die hießen Flossy Posse. Oh Gott, oh Gott. Und ja, also wie das Leben halt so spielt, die vier haben sich so ein bisschen auseinandergelebt und jeder hat irgendwie mit der Arbeit zu tun gehabt und Kinder gekriegt und ja. Das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben, ist halt 5 Jahre her. Und die vier heißen Ryan, Sascha, Lisa und Dina. Und die Ryan ist eine sehr bekannte Buchautorin, würde man mal jetzt sagen. Also sie hat das ein oder andere Buch geschrieben, ist in ganz vielen Talkshows unterwegs und arbeitet gerade an einem eigenen Showkonzept, mit so einer Daily Show. Und das alles zusammen mit ihrem Mann. Die beiden ziehen es quasi so auf, als wir sind das perfekte Pärchen. Wir schaffen alles, was wir uns vornehmen. Und es kommt alles nur auf die Motivation und so an. Also so ein bisschen so quasi wie so eine Kardashian, die sich halt nach außen auslebt und ein Buch schreibt und was weiß ich. So, die muss beruflich nach New Orleans zum Essence Festival und sagt sich so, ich muss meine Mädels wieder sehen und ich lade die jetzt einfach alle drei ein, mit mir dahin zu gehen. Und so kommen dann Sascha, Lisa und Dina auch dorthin. Sascha wird gespielt von Queen Latifah, so eine Bloggerin, die hat Journalismus studiert, hat aber damit nicht wirklich Geld gemacht. Da gab es dann irgendwie noch eine Geschichte mit einer der Mädels, die dann wollten irgendwie sowas wie die, was hat sie gesagt, wie die schwarze Huffington Post machen. Daraus wurde dann aber aus irgendwelchen Gründen nichts und sie macht jetzt quasi so Klatsch und Tratsch auf einer Internetseite. Und dann gibt es dann noch die Lisa, die wird gespielt von Jada Pinkett Smith, der Ehefrau von Will Smith. Die spielt eine geschiedene Frau oder geschiedene Mutter mit 2 Kindern und total behütet und irgendwie seit Jahren das Hausmütterchen und auch im Klamottenstil dementsprechend sehr brüde alles. Und dann da gibt es noch die Dina, die ist total durchgeknallt und bespringt alles, was nicht bei 12 auf dem Baum ist, aber bei 3 auf dem Baum ist und ist halt total durchgeknallt. Also wirklich, die hat, ich glaube, die ist ein paar Mal auf den Kopf gefallen. Die vier treffen sich also beim Festival in New Orleans. Da kommen ganz viele der schwarzen Mitbürgerinnen, das ist irgendwie so ein Riesending da. Keine Ahnung, das gibt es tatsächlich auch wirklich. Und da wollen die halt wieder Party machen. So. Und dann geht es halt darum, was ist in den letzten 5 Jahren passiert und können die vier Freundinnen wieder genauso solche Freundinnen sein wie vor 5 Jahren und was steckt denn hinter den Beziehungen, die sie haben wirklich und hinter den Karrieren und ist da wirklich alles Gold, was glänzt oder ja,
geht da auch einiges schief, was sie halt versuchen zu kaschieren vor ihren Freundinnen und bla. Ja. Es gibt dann, also ich weiß nicht, es gibt dann, die gehen auf so eine Party und dann machen sie wieder einen auf alte Flossi-Possi-Manier und na, liefern sich da so ein Dance-Battle mit irgendwelchen anderen Weibern im Club und dann, also es gibt sehr, sehr viel Pipi-Kaka-Humor und da ist der Pipi-Humor wirklich wörtlich genommen. Oh je. Es ist sehr bunt. Also dadurch, dass es halt auf diesem Festival spielt in New Orleans, ist das Ganze sehr, sehr bunt und farbenfroh, laut und teilweise witzig, aber eben meistens ist es witzig, wenn irgendwie nur eine unterwegs ist von den Vieren. Also wenn die nicht alle auf einem Haufen hocken, dann ist es nicht ganz so lustig. Also ja, es kommt einfach drauf an, also die Geschichte, also ich kann gar nicht genau erklären, um was es in dem Film geht. Es geht einfach um vier Frauen, die sich nach langer Zeit wiedersehen und feststellen, dass sich in den 5 Jahren viel verändert hat und auch nicht alles so ist, wie es scheint. So, darum geht es. Die machen halt Party an diesem Wochenende. Ja. Und es klingt genauso banal. Es klingt furchtbar. Wie es tatsächlich auch ist. Klingt nicht banal, ja, es klingt furchtbar. Nee, es ist auch einfach furchtbar. Also ich habe erst gedacht, das ist so ein Hangover für Frauen. Aber das ist es nicht. Gab es da schon diverse Hangover Versuche? Hangover ist nämlich gut. Ja. Nein, also wirklich, wir haben hier Szenen. Ich weiß nicht, warum immer bei so Frauenkomödien, Frauenklickenkomödien, die so gezwungen lustig sind, warum muss da immer irgendjemand auf eine Straße kacken oder auf die Straße pinkeln oder irgendwie die Hose platzen? Warum muss das immer bei diesen Frauenkomödien so sein? Ne? Also das letzte Mal war es ja hier bei diesem komischen Wedding-Film da. Brautalarm. Wo die Melissa McCarthy im Trauzeug in Kleid auf die Straße ein Häufchen gesetzt hat. Hier gibt es was Ähnliches mit Pippi. Das ist einfach nicht lustig. Das ist albern, es ist unwürdig, es im Kino anzugucken. Es tut mir leid. Ja, vielleicht ist einfach schlecht. Wollen die da irgendwelche Grenzen überschreiten oder sowas? Keine Ahnung. Ich ich glaube, wenn man die eine oder andere Szene weglässt, ja, das ein oder andere alberne Rumgemache, was er da. Jetzt gibt es eine Szene am Frühstückstisch. Da erklärt eine so eine bestimmte Art, einen Mann glücklich zu machen, um das jetzt mal so auszudrücken. Und das wird halt total ausgetreten. Auf eine Art und Weise, die ist einfach nur widerlich. Also ich saß wirklich im Kino und dachte, Gott, bitte, wir haben es verstanden. Ist jetzt gut, kannst aufhören. Und die machte halt weiter. Und ich hab's wirklich, nee, nicht meins, absolut nicht meins. Komplett weg. Und ich frage mich auch, warum sich zum Beispiel eine Queen Latifah und eine Jada Pinkett Smith für so einen Rotz hergegeben haben. Queen Latifah, die macht doch Jada, alles. Ja, aber gerade bei Jada Pinkett Smith. New York Taxi oder so ein Mist, kann ich mir auch. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Vor allem auch ihre Rolle, also die sie da spielt, diese Lisa. Ich habe dir das von vorn bis hinten nicht abgenommen. Ja, also sie ist halt dieses brave Hausmütterchen, was gar nicht weg will und dauernd ihre Kinder anrufen will und dann plötzlich eine Nacht später läuft sie im Minikleid rum, weil die Mädels gesagt haben, du musst jetzt mal was anderes anziehen als deinen komischen Keuschheitspullover da. Ja, kriegt sie irgendein Kleid, was irgendwie nur zu 60, nee, nicht mal zu 40% aus Stoff besteht und der Rest ist irgendwie Löcher. Mit super gestylten Haaren und mega Make-up und da ist plötzlich, ach nee, ich muss meine Kinder nicht mehr anrufen. Ja, also es ist alles ein bisschen seltsam und ich finde es mega schade, dass sie sich für sowas hat hergegeben lassen. Aber das zeigt auch wieder, dass diese Smith-Familie einfach im Rampenlicht stehen will, in irgendeiner Weise. Ja, ich kann die sowieso alle nicht so leiden. Leute, lasst's. Nicht angucken. Der Regisseur hat ja noch solche Highlights gemacht wie The Best Man, Hochzeit mit Hindernissen, Undercover Brother, eine Serie namens Alle hassen Chris. Alle hassen Chris? Ja. Eine sehr geile Serie. Scary Movie 5. Da hört es dann schon langsam auf. Barbershop The Next Cut.
Da hatte der Chris mal drüber abgerantet. Ja. Ich glaube, da kann man nicht so viel, aber wer weiß. Solche Sachen gehen trotzdem immer. Da irgendwie Poster, was irgendwie nach Ladies Night aussieht und zack, ist der Film, schafft es dann gleich in die Top. Also der hatte vielleicht 2-3 witzige Sprüche und dann war es das aber. Bin ich ja froh, dass alles andere war einfach. Bin ich ein bisschen froh, dass ich den nicht erwischt hatte hier. Sei froh, dass du den leider verloren hast. Wie sieht so punktemäßig bei dir aus? Boah, ich tue mich echt schwer, da Punkte zu geben. Ich glaube, ich habe in der Facebook-Gruppe nur 3 Punkte oder so gegeben. Da trage ich aber 3 ein. Für Chris, war da wieder die Schauspielerin dabei, dass er den Film dann gut fand? Oder ging's? Nee, auch nicht. Okay. Naja. Und die Sneak-Tipps für die nächste Woche, hast du die auch klar parat? Die habe ich auch hier. So. Ach, da fällt also mir der Tipp für nächste Woche lautet: Der ewige Kampf. So. Und es haben auch Leute was ausgesucht. Und zwar hat einer tippt einer auf Star Wars. Dann A Ghost Story. Okay. Zwischen zwei Leben. Insidious 4. Und die Lebenden reparieren. Okay. Ich schmeiße jetzt auch mal noch einen Tipp hier rein. Ja. The Killing of a Sacred Deer. Hau ich mal noch mit rein. Neuer Film mit Colin Farrell und Nicole Kidman. Ich suche mal noch einen Trailer aus, werde ich gleich hier mit reinposten hier. So, kopieren und dann ist der auch mit drin. Ich kann ja morgen wieder nicht mit da sein, da kommt dann bestimmt diesmal was Gutes oder so. Jo, gesehene Filme. Ich komme jetzt gerade aus dem Kino. Also wir waren 16 Uhr in der Vorstellung, 15:30 glaube ich, aber wir sind gerade vorhin erst wiedergekommen. Wir waren in dem Film Paddington 2, bei uns in Ludwigsburg, vom selben Regisseur wie der erste Teil. Der erste Teil war ja so ein bisschen so eine Art Überraschungserfolg. Man hat für ein relativ geringes Budget hier einen Animationsfilm gedreht gehabt, damals 55 Millionen Dollar. Und das ist zwar für einen europäischen Film sehr viel, aber im internationalen Rahmen Animationsfilm sehr, sehr wenig. Und er hat aber trotzdem 260 Millionen weltweit eingespielt. Und da sind noch die Heimkino-Verkäufe, DVD, Blu-ray und so weiter noch gar nicht mit eingerechnet und das ganze Merchandise. Denn das hat das ja seitdem auch extrem angekurbelt, das Merchandise für die Paddington-Bären. Hier in diesem neuen Film ich fange erstmal mit der Geschichte an. Es geht um den Bären natürlich, ist wieder die Hauptgeschichte. Und dieser Bär möchte gern seine Tante, die ja noch im Regenwald lebt, denn sein Onkel, der ist ja verstorben und seine Tante, die hat bald Geburtstag, einen runden Geburtstag. Und da möchte er, weil sie ja schon so viel für ihn getan hat und er schreibt ja auch immer Briefe, möchte er gern was ganz, ganz Tolles schenken. Und da ist er in so einem kleinen Antiquitätenladen und da ist gerade was reingekommen, nämlich so ein Nachlass von so einer Frau und da ist so ein Buch drin, so ein Pop-Up-Buch. Das heißt, wenn man es so umblättert, dann erheben sich so die Seiten da raus, ne? Wie so Scherenschnitt, vielleicht kennt, gibt's, ist das der richtige Ausdruck, so Pop-Up? Ja. Ja. Also ja. Wissen die Leute, was damit anzufangen, ja? Und dieses Buch ist halt über London und das hat die ehemalige Besitzerin selbst gebastelt und da sind so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten drin und das findet der Paddington, finde das eine total gute Idee, dass er das für seine Tante oder dass er das seiner Tante schenkt, weil sie wollte ja schon immer gern mal nach London kommen. Und da das bis jetzt ja nicht geklappt hat, hat sie damit wenigstens die Möglichkeit, ein bisschen in die Stadt einzutauchen, kann sich vorstellen, wie das wäre, mit ihrem Neffen, mit Paddington dann die Stadt zu entdecken. Und Problem ist nur, dass dieses Buch, dadurch, dass das handgemacht ist von dieser älteren oder von dieser verstorbenen Frau, hat einen beträchtlichen Wert, weil die Frau war wohl irgendwie ein bisschen berühmt und ja, dann fängt der Paddington-Bär an, etliche Jobs anzunehmen, wo natürlich die lustigsten Sachen geschehen, wo man auch teilweise schon im Trailer ein bisschen was sieht. Und ja, dieses Buch wird dann eines Tages, als er vor diesem Antiquitäten, eines Nachts, also vor dem Antiquitätenladen ist,
bemerkt er einen Einbruch und verfolgt den Dieb und der sieht, wie dieser Dieb gerade dieses Buch stiehlt und er wird von der Polizei aber für den Dieb gehalten, weil er da gerade so rumschleicht und er kann ja auch schlecht erklären, was da gerade passiert ist und die Polizei verhaftet ihn und er wird eingesperrt für 10 Jahre hinter Gittern und muss ins Gefängnis und lernt dann ergeben sich so 2 parallele Geschichten, nämlich einmal Paddington im Gefängnis, wie er dort mit den Insassen klarkommt. Da spielt zum Beispiel Brandon Gleeson mit. War das Brandon Gleeson? Ich glaube ja. Oder verwechsel ich gerade den Namen, aber war irgendwie das, was mir gerade zuerst in den Sinn gekommen ist, dass der das war. Ich glaube, er war es auch. Der spielt dort so einen Koch im Gefängnis. Und mit dem... Ja, am Anfang können sie sich überhaupt nicht leiden, aber dann entwickelt sich da was Interessantes daraus. Und dann sind natürlich noch andere Leute mit in dem Gefängnis. Und ich will mal nicht so viel verraten. In der Zwischenzeit ermitteln seine Familie, also seine Ziehmama und sein Ziehpapa, gespielt hier von Jim Broadbent. Die machen sich halt oder die stellen halt Nachforschung an, ja, wer das gewesen sein könnte. Hugh Grant ist da bei denen noch in der Nachbarschaft. Der spielt so einen Schauspieler, der in etliche Rollen da so schlüpfen kann. Und dann gibt es da noch so einen General. Und der eine, der in Doctor Who gespielt hat, hat auch eine Nebenrolle. Da muss ich jetzt ein bisschen deutlicher werden, da gibt es viele. Ja, Peter Capaldi. Peter Capaldi, cool. Ja. Der hat also eine Nebenrolle als, ich sag mal, Blockwart bei denen im Block. Der guckt immer, dass alles seine Ordnung hat. Überhaupt gibt es auch sehr viele Cameo-Auftritte von IT-Crowds, ist jemand dabei. Und ja, sehr, sehr, also viele lustige Szenen, wenn Paddington da irgendwas anstellt, dann viele herzerweichende Szenen, teilweise auch sehr actionreich und irgendwie hat man das Gefühl, diesmal haben sie noch doch ein bisschen mehr Geld in der Hand genommen. Da sind die Effekte nochmal einen ganzen Zacken schärfer, coolere Action-Szenen. Die Story ist einfach total rund von Anfang bis Ende. Ist jetzt nicht so, wo man denkt, oh, was ist das jetzt oder so. Der Film, der hat sowohl Erwachsenen gefallen als auch den Kindern. Also da haben alle irgendwie Spaß dran gehabt an dem Film. Da war einfach von hinten bis vorne total cool. Filmzitate auch, coole Sachen drin von Charlie Chaplins Moderne Zeiten über La La Land, über, weiß nicht, ich will mal nicht alles verraten. War einiges drin und unbedingt beim Abspann noch sitzen bleiben. Da kommt noch was richtig Cooles. Ich will mal nicht zu viel verraten. Ja, ein sehr, sehr empfehlenswerter Film, gerade jetzt so in der düsteren Jahreszeit draußen, mal so ein Feel-Good-Movie, so zum Lachen und Spaß haben und für die ganze Familie. Bei uns, wir waren 15.30 Uhr in der Vorstellung, war irgendwie fast ausverkauft, also das waren nur ein paar Handvoll Plätze noch frei, also es zeigt auch, wird ziemlich gut angenommen. Ich denke mal, das wird auch ein ziemlicher Erfolg werden, wenn die Leute mal ein bisschen, ja, sich vielleicht, manche, die mit dem Thema nichts anfangen können, vielleicht mal überwinden und reingehen, ne? Ja. Extrem empfehlenswert. Ich wollte ja sowieso rein und irgendwie, diesmal war es meine Frau, die gesagt hatte gestern, oh, ich habe Karten reserviert für morgen und so, geh mal rein. Da dachte ich, okay, klar, bin dabei. Du immer, gell? Ja, ne, ich wollte den Film ja sowieso sehen. Ich war ja von dem ersten schon begeistert. Ich bin ja da schon missionarisch tätig hier, dass ich versuche, den Leuten zu sagen, dass das ein guter Film ist. Ich habe den ja auch. Ja. Ich nutze ja auch jede Plattform, wie zum Beispiel die Sendung, zu sagen, dass Paddington der erste Film schon sehr, sehr toller Familienfilm war. Und der ist jetzt nochmal besser. Also führt es nochmal richtig schön weiter und tolle Szenen drin. Ich kann jetzt gar nicht alles so beschreiben, was da alles so. Aber coole Sache. Ich sehe gerade bei IMDb, hat er schon 8,3 von 10. Ich gehe sogar ein bisschen höher. Ich gebe mal 9 von 10. Hat mir wirklich von hinten bis vorne total gut gefallen. Tolle Schauspieler. Ja, toller Dreh auch. Da sind so viele Szenen drin, die so cool gefilmt sind, wo man sich denkt, hey, das ist jetzt eigentlich so ein Familienfilm und da ist jetzt so eine coole Einstellung drin, so von der Regie oder von der Kameraarbeit her, wo man denkt, eigentlich hätte es der Film nicht nötig gehabt, jetzt
so eine coole Einstellung zu machen, sondern eine ganz normale Kameraeinstellung hätte hier auch gereicht. Aber das ist, zeigt eben der, den Film, der geht halt noch diese sogenannte Extrameile. Ne? Also der, die wollen halt wirklich, die haben viel Spaß daran und wollen, dass es ein toller Film wird und dass da jeder auch irgendwas Cooles entdecken kann, was Tolles. Das schafft er. Also von mir absolute Empfehlung. 9 von 10 Familienfilm. Wer jetzt natürlich auf brachiale Action steht. Obwohl neben mir waren ein paar jüngere oder ein paar Jungs, sagen wir so. Die waren vielleicht, sagen wir so 15, 16 vielleicht. Ich dachte erst, die haben sich irgendwie einen falschen Film verirrt oder so. Aber nee, die waren auch völlig angetan. Die, da gab es ein paar Plot-Twists und wo einer was und so weiter. Das habe ich zwar schon ein bisschen geahnt gehabt, so was das ist und so, aber die haben es irgendwie ganz, ganz spät mitbekommen. Also da haben schon meine Kids schon längst durchschaut, wer da was und überhaupt. Da sind erst die beiden draufgekommen. Vielleicht hilft es auch, wenn man nicht so viele Filme guckt, dass man so bestimmte Sachen nicht so schnell durchschaut. Hm. Cool. Also Paddington Bear von mir, 9 von 10. Und du hast Lügenspiel geguckt. Was ist denn Lügenspiel? Ist das Heimkino? Das ist Heimkino. Warte. Heimkino. Los geht's mit Lügenspiel. Lügenspiel ist ein Film, der direkt als Video on Demand rauskam, und zwar am 23. März diesen Jahres. Im Original heißt er The Whole Truth und die Hauptdarsteller sind Keanu Reeves und Renee Zellweger. Ach, das ist dieser Film, wo der da irgendwie ein Anwalt oder Staatsanwalt oder irgendwie auf Sky lief, ne? Keanu Reeves spielt einen Staatsanwalt oder halt Anwalt, ich weiß nicht, ob es Staatsanwalt ist, ich glaube, es ist eher die andere Richtung. Strafverteidiger, so. Heißt Richard Ramsay, wo ich gleich die Krise gekriegt habe bei dem Namen Ramsay. Es gibt nur einen wahren Ramsay, egal. Normalerweise lässt er sich auf solche Fälle gar nicht ein, aber aufgrund von persönlichen Verbindungen hat er einen Fall übernommen, der nicht ganz einfach ist. Und zwar hat eine sehr gute Freundin, Loretta Lassiter, gespielt von Renee Zellweger, ein Problem, denn ihr Sohn hat voraussichtlich möglicherweise seinen Vater umgebracht. Also es wird nicht ganz klar am Anfang, ob er das je gestanden hat. Es gibt wohl eine Aussage von wegen, ich hätte es schon viel früher tun sollen. Als die Polizistin da stand, hat der Sohn das gesagt, während er über seinen toten Vater kniete. Und er hatte wohl auch Blut an den Händen und auf der Mordwaffe sind seine Fingerabdrücke. So. Das heißt ja aber auch noch nichts. Bei guten Krimi-Filmen heißt das nichts. So. Und jetzt geht es darum, was ist denn da passiert? Hat er es wirklich getan? Hat es jemand anders getan? Deckt er jemanden? Beschützt er jemanden? Oder was auch immer? Ja? Also was ist da los? Warum überhaupt, wenn das tatsächlich gewesen ist? Warum? So, und das Ganze wird jetzt thematisiert in diesem Film. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der gute Sohn, Mike heißt er übrigens, nicht sagt. Also er redet auch mit seinem Anwalt nicht. Aha. So. Und dementsprechend ist Richard Ramsay ein bisschen auf sich allein gestellt und muss mit den Reaktionen und den, sagen wir mal, den Infos vorlieb nehmen, die er halt von der Mutter und von den Beweisen herbekommt, weil Mike halt nichts sagt. Gar nichts. Das ist das Problem. So. Also haben die nur so Indizien oder was? Müssen daraus versuchen, einen Fall zu basteln. Genau. Und es wäre halt viel einfacher, wenn der Junge reden würde. Wenn der sagen würde, ich war es nicht, es war so und so. Oder ich war es, es war so und so. Aber er sagt halt nichts. Das ist halt... Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich damit anfangen soll, weil dadurch, dass er halt nichts gesagt hat, habe ich sämtliche Überlegungen angestrengt, was da hätte passieren können. Ich liebe ja so Filme, ne? Wo man so ein bisschen miträtseln kann, was ist denn da passiert, ne? Und dann kriegst du wieder ein bisschen Input vom Film, so eine kurze Szene, so eine kurze Rückblende mit so kleinen Schockern oder dann irgendwelche Zeugenaussagen von Nachbarn oder so. Und dann auch wieder so rückblenden. Und dann entstehen ja in deinem Kopf, während du das guckst, die verrücktesten Theorien. Und
Zwischenzeitlich habe ich gedacht, er war es gar nicht. Dann habe ich gedacht, der war es mit Sicherheit. Und ich sage, vielleicht war es die Frau. Vielleicht war der Mann, dass sie selber erstochen, was weiß ich. Also ich hatte wirklich alle Ideen. Ne? Aber das, was dann zum Schluss rauskam, das hätte ich nicht gedacht. Das hat mich tatsächlich überrascht. Das Ende überrascht. Absolut. Also ich wüsste nicht, also wenn jemand den Film guckt und er vor dem Ende rausfindet, was hier Sache ist, dann soll er sich bei mir melden. Ist es denn schlüssig? Es ist absolut schlüssig. Okay. Weil manchmal ziehen die ja dann irgend so ein Kaninchen aus dem Hut, wo du denkst, oh nee, jetzt wollt ihr mich verarschen oder was? Nee, das ist schon schlüssig, weil du dann denkst okay. Du so, also wenn das dann rauskommt, was tatsächlich passiert ist, ne, und dann denkst du so, ha, ach du Scheiße, jetzt ist das, ach so, ne, also ist wirklich gut. Es ist halt ein Thriller, das ist halt ein Gerichtsthriller quasi, ne. Der hat jetzt keine größeren spannenden Verfolgungsjagden oder irgendwas, sondern das ist einfach Krimi. Das ist gut. Also ich fand den gut. Ich habe den irgendwie beim Durchzappen erwischt und bin schon fast in dem Moment eingeschlafen, wo ich ein Stück da geguckt habe. Und deswegen habe ich gedacht, nee. Also ich habe da halt. Man sollte es vielleicht nicht um 22 Uhr kurz vom Bett gehen anfangen zu gucken, sondern das ist wirklich ein Film. Ich habe da mitten rein. Da wusste ich halt auch nicht den entscheidenden Knackpunkt. Ich habe dann irgendwie mitten rein, sehe da nur Keanu Reeves da so mit seinen zwei Gesichtsausdrücken da die ganze Zeit da rumlaufen und irgendwie, dann haben sie das. Und das war so, das klang so langweilig. Also ich habe irgendwie da liegt. Das Problem ist, ich habe am Anfang gar nicht. Ich wusste zwar, dass Keanu Reeves mitspielt, aber ich wusste nicht, dass Renée Zellweger mitspielt. Und da kommt ja die ganze Zeit die Mutter. Und ich denke mir so, ich kenne die doch irgendwo her. Wer ist denn das? Ich kenne die doch. Und dann gucke ich im Internet und dann sage ich zu Chris, der hat uns ein Stück mitgeguckt, während er korrigiert hat oder sowas, keine Ahnung. Dann sage ich so, Chris, das ist bei Renée Zellweger. Wie bitte? Das war diese Zeit, wo sie nicht aussah wie sie selber, weil sie vom Schönheitschirurgen verunstaltet wurde. Ah. Erinnerst du dich an diese Bilder, die da in der Presse waren? Nee, in der Zeit wurde der Film gedreht, letztes Jahr. Die sieht nicht aus wie sie. Also wenn du sie aus Schokolade super. Zum Frühstück und so solche Filme kennst, oder auch dann die späteren, wo sie schon wieder erschlankt war nach den Filmen. Aber das Gesicht, ich wusste, sie kommt mir bekannt vor. Aber ich hätte nie gesagt, ach guck mal, das ist Renée Zellweger. Das hätte ich nie, wirklich. Krasse Geschichte eigentlich. Ja, also wer auf solche Filme steht, dem lege ich ihn ans Herz. Ich fand wirklich das Ende absolut überraschend. Schaut es euch an. Ich fand ihn cool. Ich gebe ihm 7 von 10. Fand er echt gut. Ja doch. Ja doch, sehr spannend. Ziemlich gut von der Wertung her. Ich habe im Heimkino auch noch was geschaut. Habe ich auch just heute Vormittag habe ich den geguckt. Habe ja die Blu-ray schon eine Weile hier liegen gehabt, nämlich Spider-Man Homecoming. Mhm. Hast du den jetzt eigentlich schon gesehen gehabt, Jana? Nein. Bestimmt. Was? Nein. Quatsch. Wir wollten. Ihr seid wir wollten. Jetzt mausere ich mich hier langsam zum Superhelden-Filmgucker. Ja, das Problem war, wir haben letzte Woche Ding gesprochen, Wonder Woman. Und an dem Abend, wo wir Wonder Woman geguckt haben, haben wir gesagt, entweder wir gucken Wonder Woman oder wir gucken Spider-Man. Und mir war irgendwie mehr nach Wonder Woman. Jetzt muss ich wieder mit meinem dürftigen Superhelden und Querverweis und Comic und sonst was. Bei Spider-Man bin ich relativ sattelfest. Also gut. Naja, dann passt ja. Also, Spider-Man Homecoming schließt offensichtlich an The First Avenger Civil War an. Das fühlte es sich auch so an, weil da liegt nämlich am Anfang alles irgendwie kaputt und da sind irgendwelche Artefakte von irgendwelchen Sachen, die vorher kaputt gegangen sind. Da habe ich nämlich nachgeguckt und da hieß es dann, ja, das ist quasi der Film, der da direkt anschließt. Und da gibt es so eine kleine, ja, so eine Reinigungscrew, die da immer sauber machen, wenn Superhelden mal wieder was kaputt gemacht haben. Da spielt übrigens Michael Keaton mit, extrem cool. Also wo ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ja, den mag ich ja. Also in Birdman mochte ich ihn auch, obwohl ich den Film selbst irgendwie ein bisschen anstrengend fand, aber ja. Und das Witzige ist, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich das verraten darf oder nicht. Nee, ich sag's mal nicht. Aber ich sag mal so, in dem Film spielt ein Birdman eine Rolle, also ein Vogelmensch, sagen wir es mal so.
Und deswegen fand ich das witzig, dass Michael Keaton und so ein komischer Vogelmensch da in einem Film sind. aber das nur mit meinen, ja. Auf jeden Fall räumen die da immer so Sachen wieder auf. Hier, also wenn da irgendwie so ein Raumschiff irgendwo abgeschossen wurde, was in der Innenstadt gelandet ist, dann muss ja irgendjemand mal die ganzen Schutt wieder zur Seite räumen und die ganzen, ja, Technik, wenn da Aliens angegriffen haben. Und das macht er nämlich und da finden sie auch so ein paar Sachen. Und dann kommt gleich so eine Crew, die dann übernimmt. Und die transportieren diese Sachen in so ein Hochsicherheits, hast du nicht gesehen, Dingsi, wo, ich glaube, unter der Schirmherrschaft von Stark hier, Tony Stark, der quasi, genau, wo da quasi alles so gesichert wird, damit da nichts schief geht, damit da keiner irgendwie Sachen in die Hände bekommt, irgendwelche Superwaffen sich bauen kann aus irgendwelchen Alien-Stoff da. Ja. Aber es schafft natürlich auch jemand, sich da noch was zu retten von diesen Hinterlassenschaften und fängt dann an, Waffen zu bauen und die auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Und wir lernen dann auch den Spider-Man kennen, der ja jetzt gespielt wird von, finde ich jetzt den Namen hier irgendwo, ja, warte mal, jetzt muss ich mal hier googeln, dass ich wenigstens den Hauptdarsteller... Das ist auch krass, wie hier heißt. Hä? Spider-Man, ja, Tom Holland, kann das sein? Tom Holland. Tom Holland, jawohl. Tom Holland. Jawohl, so heißt der. Warum geht jetzt hier bei IMDb so ein, ach, die haben wahrscheinlich eine Sonderaktion hier. Da geht eine ganz komische Seite auf, wenn man Spider-Man Homecoming. Genau, also Tom Holland, der ja so die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft hier spielt und so irgendwie, ja, von irgendwelchen Leuten den Weg erklären, Touristen den Weg erklären, bis irgendwie Katzen vom Baum holen, da irgendwie alles macht. Und der möchte aber gern so ein bisschen bei den Avengers auch mitmachen. Da durfte er auch mal mitmachen bei diesem Endkampf, den wir ja bei First Avenger Civil War gesehen haben. Da war das nicht hier der Flughafen von Leipzig, den sie da in Schutt und Asche... Hä? Ja. Also langsam, hä? Merkst du? Langsam ist fundiertes Wissen da. Du bist gut. Ne? Und da durfte er mitmachen. Da wurde er nämlich von Tony Stark geholt. Und die Szenen sehen wir auch sogar im Film so als Rückblende, wie er da abgeholt wird. Und sagt, wir haben hier was Wichtiges zu tun. Du musst dir mal helfen und so. Und wird dahin geschafft. Hat er sagt genau, was er machen muss. Hat er seinen Einsatz. Und dann wird er wieder zurückgeschafft in sein Viertel, wo er wieder Katzen vom Baum holen darf. Und irgendwie hat er höhere Ambitionen und möchte da mehr machen, möchte mehr mithelfen, auch bei den Avengers mitmachen. Sagt aber Tony Stark, der so ein bisschen so eine Art väterlicher, ja, Mentor für ihn ist, der sagt, nee, lass mal lieber und so. Wir haben das schon alles ganz gut im Griff, mach du mal dein Zeug weiter, du bist doch noch sehr jung, gehst in die Schule, hast ganz andere Sorgen. Und dann ist auch so ein, ja, sieht man ihn erstmal, wie er auch ganz normal in die Schule geht und, ach nee, Entschuldigung, der Tony Stark sagt doch, ja, wir rufen dich an, wir wissen, wie wir dich erreichen. Und dann passiert aber erstmal lange, lange nichts und Peter Parker geht ganz normal in die Schule und hat da so ganz alltägliche Schulprobleme. Da hat er irgendwie ein Mädchen, was er sich nicht traut anzusprechen und dann ist auch bald so ein Schulball und da ist auch so eine Homecoming-Party und so, deswegen wahrscheinlich Spider-Man Homecoming. Und er hat dann auch so einen besten Kumpel in der Schule und der ist total begeistert auch von Spider-Man, dieser Kumpel, und weiß aber nicht, dass er das ist und so. Ja. Seine Mutter wird übrigens gespielt, also besser gesagt, nee, Tante May sagt er immer, also muss das offensichtlich... Ich hatte Tante May immer so als älteres Muttchen da in Erinnerung. War es auch bis jetzt immer. Sie wird von Film zu Film jünger. Die wird jetzt gespielt von Marisa Tomei, was eher so fast seine Mutter sein könnte, so vom Altersunterschied her und so. Also die ist jetzt nicht so ein altes Muttchen mehr und die, ja, ist auch ganz cool drauf, hat coole Sprüche. Und das trifft den Film eigentlich auch sehr gut. Der Film, der ist eigentlich so, wie ich damals die Spider-Man, die ich so geguckt habe, die Zeichentricksachen in Erinnerung hatte. Extrem witzig. Viele Sprüche, viele coole Sprüche, viele dumme Sprüche, aber insgesamt irgendwie total stimmig. Und dann diese Verbindung zu Stark und da haben halt auch alle möglichen mal irgendwie einen Auftritt. Also da ist auch Gwyneth Paltrow mal kurz mit dabei und John Favreau mit dabei und natürlich Robert Downey Jr. hat sehr viel Screentime, der baut ihm auch dann so oder gibt ihm dann auch mal so einen neuen Anzug und so mit allen möglichen Funktionen und dann versucht er dann die Funktionen auch so nach und nach zu entdecken und
vielleicht können sich die geschätzten Hörer erinnern. Ich hatte am Anfang gesagt, dass Bösewichte eine so eine Art, na, noch nicht die Superwaffe, aber da so Teile von so einem Alien Energiestein, irgendwas so Gadget da gemobst haben. Hm? MacGuffin. Ja. Hm? Ja. Den Stein, ne? Ja. Und aus dem ist ja mittlerweile was Böses. Und da gibt es halt so Waffenhändler und das will er halt alles so aufdecken, wer das macht und warum er das macht. Und da sind ein paar, während seiner Ermittlungen sind ein paar echt coole Szenen drin und echt so ein paar kleine Plot-Twists und so, die ich nicht vorher gesehen habe und extrem cool fand. Und gepaart natürlich auch mit seinem ganz normalen jugendlichen Dasein in der Schule, was auch extrem augenzwinkernd auch so ein bisschen dargestellt ist. Ja, ich fand ihn richtig, richtig gut. Also jetzt, ich fand ihn sogar besser als Wonder Woman irgendwie. Der hat mich ja schon umgehauen, weil hier war ja so eine Art, da war ja diese Origin-Story mit drin und eine gute Geschichte. Wobei aber, ja, war natürlich sehr viel Bombast, während hier Spider-Man, okay, da ist auch viel Bombast drin. Die Effekte, die sind wirklich, wirklich cool. Da wird zum Beispiel so ein Schiff in zwei Hälften geteilt und dann versuchen die das irgendwie in der Mitte wieder zusammenzuhalten und so. Aber insgesamt ist der ziemlich geerdet doch, was die eigentliche Geschichte angeht und das eigentliche, wie man sich so einen jungen Mann vorstellt, der da irgendwelche Fähigkeiten bekommen hat und so. Ich fand den richtig gut. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich auch so nicht gedacht. Ich glaube, da gebe ich auch 9 von 10. Ja, genau wie Paddington. Hat mich genauso gut unterhalten, würde ich fast sagen, wie Paddington. Paddington ging so ein bisschen mehr ans Herz. Der hier war eher ein bisschen lustiger und actionreicher, aber auf seine Weise genauso gut. Zwei gute Filme, ja. Ich habe sogar noch einen guten Film gesehen. Oh, noch einen. Den allerdings im Fernsehen. Ich habe ja so ein bisschen Vorbehalte gegenüber Fernsehfilmen, gerade wenn sie so vom ARD produziert sind. Und ich hatte aber gehört gehabt, dass dort ein Film läuft, der auch prämiert worden ist. Und ich weiß gar nicht, sogar im Ausland, irgendwie bei den Emmys oder irgend sowas. Irgendwas war da, also auch im Ausland. Große Anerkennung erfahren hat und erfährt. Der Film heißt Brüder und der lief auf dem ARD. Ist ein ziemlich langer Film, den die gezeigt hatten. Der geht irgendwie 3 Stunden oder so. Sind aber eigentlich irgendwie 2 Teile, die quasi hintereinander gezeigt werden. Es geht um einen jungen Mann, ich habe auch hier den Jan Welker heißt der, genau, gespielt von Edin Hasanovic. Der wohnt in Stuttgart. Tatsächlich. Und ja, spielt gerne Games und geht gerne weg, lässt es gerne mal krachen. Und dann kommen halt so ein paar Schicksalsschläge in sein Leben, die ihn dann zum Islam führen. Und er lässt sich dann auch radikalisieren, um es mal ganz kurz zu sagen. Also er hat einen guten Freund, der ist aus Syrien und der hat ein bisschen Probleme mit dem Familiennachzug und alles sowas. Und als dann mal so jemand aus der Familie, die Cousine, glaube ich, war das von dem, oder die Schwester, dann endlich nach Deutschland kommt, muss sie halt erstmal in so ein Auffanglager und darf dort auch nicht raus, obwohl sie ja eigentlich ihren Bruder da hat und so. Und dort besucht er die Schwester auch zusammen mit seinem Kumpel und dort lernt er halt auch so ein, in diesem Lager, ist halt so ein Hassprediger oder überhaupt so ein, ja. Und führt dann später dann dazu, dass er auch mit dem ISIS dann darunter geht und dort quasi kämpft, ja, also richtig in der Wüste und fand ich auch sehr, sehr gut gedreht. Die haben es irgendwo in Tunesien gedreht, ich habe da irgendwo eine Dokumentation gesehen über den Film, deswegen hat mich das interessiert. Und in dem mehr oder weniger zweiten Teil des Films kommt er dann zurück, da ist so ein bisschen wie bei Homeland die Geschichte, also er wird dann da unten befreit, er ist dann auch in so einer Haft und wird befreit und kommt zurück nach Stuttgart und plant dort einen Anschlag auf dem Schlossplatz mit ein paar anderen, die auch aus dem Gebiet dort irgendwie ausgewandert sind und schafft dort quasi so eine Terrorzelle und kundschaft das alles aus. Und mehr will ich mal nicht verraten, wie das dann ausgeht. Auf jeden Fall ist es ein sehr dramatischer, packender Film gewesen, Fernsehfilm, was ich so auch nicht gedacht hätte, auch sehr, sehr gut gespielt. Der Regisseur,
Zyli Aladag, hatte ich vorher noch nie was davon gehört. Hier steht in Moviepilot steht drin, ist bekannt durch Filme wie Die fremde Wut, 300 Worte Deutsch. Ach ja, das hat doch der Christoph Maria Herbst, glaube ich, mitgespielt. Ne? Kriminaldauerdienst, KDD und so, also eher so Serien. Aber jetzt das Ding hier, boah, richtig gut. Also würde mich nicht wundern, wenn der auch andere Angebote bekommt für richtige Kinofilme. Ja, kann ich also empfehlen. Vielleicht gibt es den noch irgendwo in Mediatheken oder so. Was steht hier? Hier steht noch irgendwie am 29. November 2017 läuft der wohl nochmal. Wenn ich da was finde, werde ich es mal in den Shownotes verlinken. Vielleicht gibt es den auch noch irgendwo in der Mediathek oder so. Ah, hier, ARD-Mediathek, genau. Hier kann man sogar noch gucken. Ist, denke ich mal, nicht nur für Leute interessant, die hier in Stuttgart wohnen. Also dieses Stuttgart-Thema ist zwar auch ja, durchaus präsent am Anfang und man sieht ein paar Ecken von der Stadt, aber dann spielt es eher da unten alles irgendwo in Syrien oder Irak oder wo die da kämpfen. Und ist halt wirklich sehr eindringlich gezeigt, wie sich da Menschen verblenden lassen, irgendwie in einem falschen Sachen aufzusitzen und für falsche Dinge zu kämpfen oder so. Okay, starker Tobak hier. Das war jetzt schwer deprimiert. Brüder, auf jeden Fall. Gucken wir lieber mal, was so Neues anläuft im Kino und wie es in den Charts aussieht hier in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. Platz Nummer 10 hier in Stuttgart. Aus dem Nichts, das ist dieser Film mit Diane Kruger. Und da habe ich ja letzte Woche ein bisschen vorschnell, würde ich fast sagen, da so gesagt, so ja, das kann nichts sein. Ich habe jetzt ein paar Ausschnitte gesehen. Ach, ich glaube, das könnte doch ganz gut sein. Ja, mal gucken. Liebe zu Besuch, Platz 9. Platz 8, Hexe Lilly rettet Weihnachten. Platz 7 ist Paddington 2. Ich denke mal, wenn wir das ganze Wochenende damit einrechnen, wird er bestimmt höher gehen. Platz 6 ist Bad Moms 2. Platz 5 ist Thor, Tag der Entscheidung. Platz 4, Mord im Orient Express. Platz 3, Happy Death Day, hat anscheinend geholfen, dass ich letzte Woche nochmal drüber berichtet habe. Der war ja da ein bisschen weiter unten. Platz 2 ist Fuck You Goethe 3. Und Platz 1, was könnte das sein? Weiß ich nicht. Justice League. Ach, Justice League, stimmt. Ja, läuft ja auch. Läuft ja auch. Ihr habt viel vor euch. Jetzt kommt viel hier, diese DC und Marvel, die haben alle eine straffe Agenda mit ihrem Zeug. Und dann kommen noch die ganzen anderen coolen Filme, die man vielleicht gucken will. Jo, das waren die Kinocharts. Und falls da nichts dabei war, was ihr gucken könnt, obwohl da waren einige Sachen, also Paddington und sowas. Es startet ja diese Woche auch noch, also Neustarts, ne? Coco, Lebendiger als das Leben, der neue Disney-Pixar-Film. Über den mexikanischen Feiertag vom Tag der Toten wird da so ein bisschen der Hintergrund erklärt, wie mit diesem Totenreich und so. Allerdings bei Weitem jetzt nicht gruselig oder so, sondern eher so lustig und ja, den Trailer dürfte ja jeder gesehen haben. Ein Film, vor den ich persönlich euch warnen möchte, ist Flatliners, der anläuft diese Woche. Da haben wir euch ja auch schon. Bitte? Lassen. Ja. Finger weg, ist nicht gut, lieber das Original angucken. Nächster Neustart, Madame, eine französische Gesellschaftskomödie um Toni Collette, die als High Society Dame ihr Hausmädchen aus Versehen mit einem britischen Aristokraten verkuppelt. Der Mann aus dem Eis, ein Survival-Drama mit Jürgen Vogel, wahrscheinlich als Ötzi, als Hauptdarsteller im ältesten ungelösten Mordfall der Menschheitsgeschichte. Dem Tod von Ötzi vor mehr als 5000 Jahren. Da spielt Jürgen Vogel Ötzi. Ja. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Er stapft die ganze Zeit nur durch den Schnee und fällt dann irgendwann um und das war's. Ich glaube schon. Ich habe nur das Filmplakat gesehen mit Jürgen Vogel als Ötzi. Spannend. Ist das was Neues? Die Augsburger Puppenkiste, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Weiß jetzt gar nicht, ob das scheint, aber märchenhafte Inszenierung. Eine Weihnachtsgeschichte der Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke über zwei mutige Kinder, die dem Weihnachtsmann helfen. Whatever Happens, den hatten wir in der Sneak Preview gehabt, allerdings ist es ein paar Wochen her, deswegen vielleicht zwei Worte dazu. Das ist
ja, Pressetext, eine romantische Tragikomödie mit Farid Adem und Silvia Höx als getrenntes Paar, das zur Wohnungsauflösung zum einvernehmlich letzten Mal zusammentrifft. Also die erzählen sich dann nochmal, wie das so in der Vergangenheit war, wird sehr viel in Rückblenden erzählt und fand ich damals ziemlich gut. Hat mich sehr überrascht, der Film von Nils Laupert, und den sollte man, den Regisseur sollte man auch irgendwie auf dem Zettel behalten. Ich glaube, da kommen noch ein paar gute Sachen oder noch mehr gute Sachen. Das war ja schon ein guter. Einer startet auch noch, den hatten wir heute vorgestellt. Girls Trip, falls euch das nicht abgeschreckt hat. Die Beschreibung von Kate, dann geht da rein. Aber wir haben euch gewarnt. 120 BPM, ein Drama um eine Gruppe von AIDS-Aktivisten, die in Frankreich der 90er Jahre um Anerkennung und gegen das Schweigen und gegen die bigotte Gesellschaft kämpfen. Die Vierhändige, da habe ich heute früh beim Duschen auf dem SWR ein großes Interview gehört mit irgendjemand davon, von dem Film. Und da kamen auch etliche Filmausschnitte. Ein Drama-Thriller-Mix aus Deutschland über eine junge Pianistin, die nach dem Tod ihrer älteren Schwester in einen Strudel aus Angst und Paranoia gezogen wird. Das klang schon ziemlich interessant, was die da im Radio gesagt haben, auch so die Filmausschnitte und was da so dahinter stecken soll. Und das vielleicht hier von der Beschreibung her haut einen das jetzt noch nicht so vom Hocker, aber vielleicht sollte man sich da mal einen Trailer gucken. Ah, was ist das? Das läuft nicht bei uns. Das läuft nicht. Doch hier ist Senora Teresas Aufbruch in ein neues Leben. Ein charmanter Roadtrip aus Argentinien um die 54-jährige Haushaltshilfe Teresa, die ihren Job verliert und sich auf eine schicksalshafte Reise in die Wüste begibt. Und es kommt noch ein Film aus den Niederlanden. Wofür ist Niederlande bekannt? Für welche Art von Filmen? Richtig, Western. Brimstone, ein brutaler Western-Thriller aus den Niederlanden, der in vier Kapiteln vom Leidensweg einer jungen Frau erzählt, die von einem sadistischen Pfarrer verfolgt wird. Mit, aber haben sogar ganz gute Darsteller hingekriegt, Dakota Fanning, Guy Pearce und Kit Harington. Ja, nicht schlecht. Mhm. Happiness, ein Rache-Thriller vom Kultregisseur Sabu, um einen Helm, der seinem Träger alte Erinnerungen ins Gedächtnis ruft, doch manches sollte man lieber vergessen. Klingt nach der einen Black Mirror-Folge, wo die da so alles abspeichern auf diesem Chip, alles, was man erlebt und wo man dann immer so hin und her spulen kann. Apropos, hast du gesehen, da gibt es jetzt einen Teaser. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Es gibt einen Teaser für die erste Folge der Black Mirror Staffel 4. Ja, cool. Nur so als kleiner Hinweis. Zumal ja Netflix hat ja absolut die Qualität gehalten von den BBC-Produktionen. Also freut mich sehr, wenn das da weitergeht. Der Teaser sieht auch echt cool aus. Ich glaube auch, die nutzen das auch so ein bisschen als Testballon, schätze ich mal. Weil wenn du überlegst, dieser eine Film, den wir hatten mit Monday, Tuesday, weißt du, ja, Seven, wie hieß es? What Happened to Monday. Das war ja auch fast wie so eine Black Mirror-Folge. Ne? Ich glaube, die nutzen das so ein bisschen auch als Testballon, um dann zu sehen, wie gefällt es den Leuten, und machen dann vielleicht auch komplette Filme draus. Aber beim Filmstart sind wir noch nicht ganz durch. Ich muss bloß mal trinken, weil hier sehr wie viel... Wie sind denn das? Das ist der Wahnsinn, diese Woche. Das nächste ist dann noch ein Film mit René Zellweger und Greg Kinnear und Jimon Hunsu. Genauso anders wie ich heißt der. Ein Drama nach einer wahren Begebenheit über die unwahrscheinliche Freundschaft eines Obdachlosen aus den Südstaaten und eines reichen New Yorker Kunsthändlers. Klingt ja fast ein bisschen wie Norman. Ein Leben noch, der letzte, mit, oh nein, den will ich nicht sehen. Auch nicht in der Sneak und gar nicht. Aber ich gehe ja morgen eh nicht in die Sneak. Da spielt nämlich Yolande Moreau mit. Das ist meine Hassschauspielerin aus Belgien. Ein Kostümfilm nach der gleichnamigen Romanvorlage von Guy de Maupassant um die lebenslustige Jeanne, die in der Ehe mit dem untreuen Julien zu ersticken droht. Oh, okay. Ich wünsche euch, dass ihr den nicht bekommt, den Sneak, weil ich glaube, der ist nichts. Ich wünsche es mir auch. Oje. Ja, da sind wir jetzt durch mit den Filmstarts der Woche und ja, sonst, also serienmäßig habe ich jetzt nichts extra irgendwie geguckt gehabt. Ich habe vorhin was angefangen, kann ich aber noch nicht wirklich viel darüber sagen. Es gibt auf Netflix, gibt jetzt so eine neue Serie, die heißt Mars.
Achso, ja, habe ich schon gesehen, den ich Teaser. Ich habe aber noch nicht so ganz raus, was das ist, weil es fängt an als Serie mit Schauspielern. Und dann wird es zur Doku. Also so richtig mit Leuten aus der Wissenschaft und zum Beispiel dem Autor von hier der Marsianer und dann wirklich so richtige Interviews. Und es läuft glaube ich, auch als Dokumentation. Aber ich habe es noch nicht so ganz raus. Okay. Aber es fängt halt an mit Schauspielern, die eine Mars-Mission machen. Deswegen, ich habe erst angefangen mit der Folge, ich blick's noch nicht so ganz, aber bis jetzt sieht es ganz, ganz cool aus. So, okay. Kann ich euch nächste Woche mehr zu erzählen. Ja, ne, ich habe serienmäßig da nichts weiter. Okay, guck gehabt. Deswegen starten wir doch gleich mal in das hier rein. Rätselecke. Bin ich mal sehr gespannt, ob da jemand dir was geschickt hat. Kam da was bei dir an? Ich habe tatsächlich E-Mails bekommen. Ja. Ich hatte ja ein wunderschönes Rätsel. Ich kann es gerne, du liest deins immer vor. Ich kann meins auch nochmal vorlesen. Meins ist tot beim Camping. Eine Frau rennt mit ihrem Baby aus dem Zelt, wirft sich in einen Wasserfall und ertrinkt mit einem milden Lächeln. Meins war, der Großvater wird versehentlich lebendig begraben und lebt in der Hölle. Sein Enkel will ihm helfen und ihn wieder zurückholen. Doch der Großvater hatte sich schon mit dem Teufel angefreundet und genießt das Leben in der Hölle sogar. Ich habe E-Mails bekommen. Und zwar einmal hat mir der Rainer geschrieben, ich lese mal vor, hallo Kate, die Lösung müsste Tod eines Immobilienmaklers sein. Falsch, sage ich an der Stelle schon mal. Tod eines. Lese noch weiter. Das ist eher ein Wunschdenken. Ich habe dann natürlich auch mal Nina Dobrev gegoogelt. War dann aber doch etwas enttäuscht. Viele Grüße an Chris. Die Grüße habe ich selbstverständlich ausgerichtet und ihm auch noch geantwortet. Daraufhin habe ich eine neue E-Mail bekommen. Und hallo Kate, wenn man so schnell sein will, es sollte das kleine Arschloch und der alte Sack sein. Liebe Grüße, Rainer. Und beim zweiten Mal war es dann richtig, lieber Rainer. Es ist tatsächlich das kleine Arschloch und der liebe Sack. Und der alte Sack. So. Und der Thomas hat mir dann auch noch geschrieben und auch das Rätsel richtig gelöst. Aber was deins war, hat keiner rausgefunden. Vielleicht ist die Beschreibung auch bewusst irreführend gewesen. Ich lese mal weiter. Ein Raubtier hat sich in das Zelt geschlichen. Als einzige Rettung sieht die Frau die Möglichkeit, sich mit dem Baby in die reißenden Fluten zu stürzen. Mit letzter Kraft kann die Frau flussabwärts das Baby ans rettende Ufer schieben, während sie selbst ertrinkt. Mit einem milden Lächeln, weil sie ihr Baby in Sicherheit weiß. Welcher Film ist das? Keine Ahnung. Ice Age. Ist schon ganz schön heftig, ne? Wenn man so liest. Ist schon ganz schön heftig, ne? Also es ist fast wie was weiß ich, Hänsel und Gretel, wo irgendwie die Hexe da wollen die aushungern und backen und braten und ja. Krass. Ist schon krass. Krass. Wenn man das einfach mal so auf den Punkt bringt, worum es eigentlich geht in der Geschichte oder was da passiert, ist schon ganz schön heftig für so einen Kinderfilm. Übel. Ah, stimmt. Vollkommen richtig, ne? So, jetzt kommt dein Rätsel, also aus dem Film- und Fernsehwochenende, das vergangene Wochenende. Mal sehen, welchen Film du dir da rausgesucht hast. Wenn ihr es glaubt zu wissen, was die Kate jetzt gleich beschreiben wird, schreibt eine E-Mail an kate@kinocast.net. Auf geht's. In nicht allzu ferner Zukunft. Die Erde ist nach einer Klimakatastrophe fast vollständig überschwemmt. Menschen leben nur noch wenige auf zwei übrig gebliebenen Inseln im endlosen Ozean. Die Herrschaft über die Welt hat jemand anderes übernommen. Ich weiß es. Nicht sagen. Habe ich sogar im Kino gesehen damals. Nicht dein Ernst. Doch. Okay. Okay. Also, wenn ihr es wisst, schickt mir eine E-Mail. Ha, zum ersten Mal weiß ich das gleich sofort. Coole Sache. Also. Gibt es ja nicht viel so. Ich habe auch noch einen. Scharfe Sache. Der Gast rasiert sich mit einem scharfen Rasiermesser. Und da passiert es. Er ritzt sich in den Hals. Der Gastgeber, der dem Gast zugeschaut hat, ist außer sich vor Freude. Ja, mal sehen, was das ist. Bin gespannt. Auf jeden Fall kein Kinderfilm. Jo, dann
haben wir das durch. Bin ja mal gespannt, was da so kommt. Und jetzt habe ich mich hier gerade verklickt. Jetzt habe ich gerade mein Fensterchen hier zugemacht, wo unser Ablaufplan drin ist. Aber das macht ja nichts. Ich kann ihn da nochmal. Ich habe nämlich noch ein sonstiges Thema eingetragen. Ah, genau. Du warst ja heute im Musical. Mary Richtig. Poppins. Ich wollte mal was ganz aus der Reihe berichten. Wir waren, also ich und der Chris, wir waren heute im Musical in Stuttgart und zwar in Mary Poppins. Und ich muss sagen, das ist richtig toll. Das ist richtig gut gemacht. Also der Film, dass ich den gesehen habe, der ist schon ewig her. Wirklich. Und das Musical, das hat jetzt das alles nochmal aufgelebt. Ne? Also wirklich nochmal die Geschichte von der Familie Banks, von Anfang bis Ende mit Mary Poppins und diesen kleinen Effekten mit ihrer wundersamen Tasche und der kleinen Magie, die sie immer wieder anwendet und wie sie dann mit ihrem Schirm durch die Luft fliegt. Das ist wirklich richtig, richtig toll gemacht im Musical. Das Bühnenbild ist der Wahnsinn. Die haben quasi das Haus der Familie Banks ist immer so, es wird immer so aufgeklappt wie so ein Flipbuch, wie du es vorhin beschrieben hast, so ein Pop-Up-Buch. Okay. Das ist total cool. Und dann sind da so die Stufen vom Haus und unten ist der Schreibtisch vom Vater und der Stuhl von der Mutter und so. Und dann drehen sie es um und dann ist unten die auf der Rückseite von dem Haus ist quasi die Küche. Und das ist total süß gemacht. Und richtig, richtig tolles Bühnenbild. Tolle Schauspieler, auch die Kinder, also die Kinderbanks, Kinder, sind tolle Schauspieler, den sie diesmal gefunden haben. Und wirklich, also das letzte Mal, wo ich im Musical war bei Sister Act letztes Jahr. Das hat mich maßlos enttäuscht, weil man hier die Originalsongs nicht verwenden durfte. Die haben irgendwie die Rechte nicht bekommen. Und somit haben die sich halt lauter neue Songs ausgedacht. Und es war alles so viel mit Glitzer und Bling Bling bei Sister Act. Das war echt enttäuschend. Und hier war es wirklich Mary Poppins, wie es damals, wie der Film war. Es wirklich mit den Songs, mit Supercalifragilisticexpialidocious und wie sie alle heißen. Also richtig, richtig, richtig toll. Also wer noch die Chance hat, nehmt das Musical mit. Es macht richtig Spaß für groß und klein. Ja, ja cool. Ja, Musicals sind nicht so meins da. Ja, ich habe wirklich schon ein paar tolle gesehen. Also ich habe Tarzan gesehen, war toll. Phantom der Oper war cool. Tanz der Vampire. Cats habe ich in London gesehen und also wie gesagt, Sister Act war jetzt nicht so toll. Wo waren wir denn noch drin? Wir haben noch ein paar Sachen gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wie gesagt, Tarzan war bisher das Krasseste und Coolste und jetzt muss ich sagen, Mary Poppins kommt dann schon auf Platz 2. Das war schon echt richtig cool. Guckt euch an. Ich persönlich, ich weiß, es gehen sehr viele in Musicals und die finden das toll. Ich kann da so die Begeisterung nicht ganz so. Also ist nicht mein Ding. Also ist nicht mein. Also es liegt ja nicht immer nur an dem. Kann ich nicht nachvollziehen. Musik? Genauso wie es für mich so, weiß nicht, wie irgendwelche Sportarten, bei denen ich nicht mitfieber oder irgendwas. Ja. Ist halt so. Aber das, ich finde halt bei zum Beispiel gerade bei so Musicals wie Tarzan und so. Und es muss ja nicht unbedingt, es geht ja nicht allein um das, dass es ein Musical ist, dass es die Musik ist, sondern es geht auch. Es geht auch um die Effekte und um das Bühnenbild und um die krasse körperliche Aufwendung, die Schauspieler machen, weil die tanzen ja die ganze Zeit. Ne? Oder bei Tarzan, wie sie sich da über Lianen rumschwingen, das ist so abgefahren. Also ich habe da mal den größten Respekt vor diesen Musical-Darstellern. Ne? Was die leisten an Singen, Tanzen, Schauspielern, alles in einem. Ne? Also das, und dann eben diese coolen Effekte mit vom Bühnenbild her oder auch zum Beispiel, wie jetzt Mary Poppins in der Familie auftaucht, das war einfach, puff, war sie da, ich habe keine Ahnung, kam die aus dem Boden, kam die irgendwie hinten raus, ich habe es nicht mitbekommen, sie war einfach, stand plötzlich da. Ich fand das total abgefahren. Ich fand es richtig geil. Ich war mal in einem 4D-Theater, Kino. Das war halt wie ein Theatersaal. Und du hast vorne so ein bisschen zurückgesetzt, also nicht wie bei uns im Kino, wo die Leinwand relativ weit vorne ist, sondern ein bisschen zurückgesetzt. Und dann hast du vorne noch so eine Bühne gehabt und auch rundherum. Und da hast du mit 3D-Brille das geguckt und die Schauspieler, die waren dann quasi mit in diesem 3D-Erlebnis quasi mit drin. Die wussten halt genau, was wo, wie, wann ist. Und da waren halt wirklich beeindruckende Effekte.
Ah, das war übrigens Terminator 4D. Und oh Gott. Ja, das war aber echt voll geil. Da war halt so dieser flüssige Terminator, der sich dann so, der konnte sich in alle Richtungen irgendwie bewegen und fließen und so. Und dann sind halt echte Schauspieler von den Seiten reingekommen, so diese Resistance, die das dann bekämpft haben. Und die haben halt auch so mit Platzpatronen da geschossen und richtig um sich rum hast du richtig Pulverrauch und hast halt alles gemerkt. Ne? Das war schon echt cool. Mhm. Sowas ist dann eher meins da, eher so als Musical unbedingt. Oder halt richtige, also ganz normales Theater. Also ich gucke mir lieber eine normale Theateraufführung an. Hat mal so Sweeney Todd, wenn ich mal geguckt zuletzt. Ja. Ist auch schon eine Weile her. Cool. Fand ich ziemlich cool, aber ja, so ein Musical ist nicht so meins. Also es ist halt, wer es mag. Ich verstehe das, wer das mag. Also ich kenne viele Leute, die da total brennen dafür. Ne? Aber ist halt nicht meins. Obwohl wir es hier in Stuttgart haben, wäre super, wenn es mir gefallen würde. Genau. Hier sind ja auch immer viele, viele Aufführungen. Aber ja. Na gut. Ja, mal sehen. Ich kann ja dann nächste Woche, ich gehe zwar nicht in den Sneak, kann ich dann auch ein bisschen was berichten. Vielleicht gehe ich auch nochmal in irgendeinen Kinofilm oder so. Vielleicht schaffe ich das irgendwie mal. Hab mir noch einiges vorgenommen, was ich gucken wollte eigentlich. Mal schauen, was sich da so ergibt. Ja, ich werde mal hier einen Blick reinwerfen, was so bestellt worden ist hier über unsere Amazon Affiliate Links. Also für die vielleicht jetzt das erste Mal zuhören, bei uns auf der Webseite gibt es so einige Amazon-Angebote bei den Blog-Einträgen und an der Seite gibt es so einen Balken und wenn ihr einen KinoCast unterstützen möchtet, könnt ihr einfach mal vorher dort draufklicken. Jetzt sind ja auch gerade so Amazon Cyber Monday und Black Friday und was es nicht alles gibt, gibt es da ein paar ganz gute Angebote. Klickt einfach vorher bei uns auf einen der Links und dann kriegen wir da eine kleine Provision davon ab von eurem Einkauf und das kostet euch nicht mehr. Das hat zum Beispiel der oder die gemacht, die ein Osram Smart Plug, eine schaltbare Steckdose bestellt haben. Ein Well Solutions Sauna Ofen. was ist das? Ich lese nur Sony MHC V11. Was ist das? Ah, das ist quasi eine Box, die man irgendwo mitnehmen kann, die gleich so ein Radio eingebaut hat. Also quasi ein tragbares Radio von Sony, würde ich mal sagen hier. Oh, es hat jemand Shin Godzilla bestellt. Er hat wahrscheinlich, nee, halt nicht bestellt, sondern angeguckt hier auf Amazon Video. Das geht auch, wenn ihr auf Amazon Video was kaufen wollt oder ausleihen wollt, könnt ihr auch die Links klicken. Ja, Shin Godzilla, ich hoffe, es hat gefallen. Ich fand ihn da ziemlich lustig. Eine Handyhalterung, Schwanenhals. Ah, so sieht die aus. Kann man so an den Tisch mit so einer Zwinge an den Tisch machen. Okay. Und eine Thermosflasche. Ah, jetzt wird es ja kälter. Thermosflasche Camtoa, 500 Milliliter für tragbaren Tee, Kaffee und Heißgetränke. Ha. Ja, viel Spaß damit und vielen Dank, dass ihr das über unsere Links gemacht habt. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, klickt einfach auf kinocast.net. Ganz, ganz, was war das? Ist dein Schwanenhals runtergefallen? Ja, nein. Klickt ganz oben, da gibt es so Danke für eure Unterstützung, heißt das. Da findet ihr ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Auphonic quasi Zeit schenken für die Bearbeitung der Folgen. Wir nutzen Auphonic als Dienst, damit das hier immer gut klingt. Das hat ja auch schon mal jemand hier per E-Mail geschrieben, dass es bei uns irgendwie ganz gut klingen würde. Das macht unter anderem auch Auphonic draus. Weil ansonsten, es klingt hier eigentlich alles so wie Telefon, wenn wir uns hier unterhalten. Auphonic macht das hier so glockenklar. PayPal könnt ihr da auch spenden. Bitcoin geht auch, wenn ihr da irgendwo was gemeint habt und irgendwie was übrig habt oder so, keine Ahnung. Oder natürlich, was eigentlich jeder machen kann, also ihr müsst da nichts kaufen oder spenden, könnt einfach Kommentare schreiben, da freuen wir uns auch drüber. Wenn wir sehen, da ja, euch beschäftigt das oder vielleicht kann der oder diejenige, die sich hier Shin Godzilla geholt hat, mal schreiben, wie es gefallen hat. Ja, oder ganz allgemein. Was mich mal interessieren würde, liebe Leute, in den Kommentaren, habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke? Ihr müsst natürlich nicht sagen, was ihr habt, aber habt ihr da schon ein bisschen was zusammen? Oder, weil dieses Jahr fällt ja der 24. auf den Sonntag, da muss man ein bisschen Obacht geben. nicht, dass man da hinten runterfällt. Ja, es macht ich ja Sinn. Gelesen, ja? Ich habe aber gelesen, ein paar Geschäfte überlegen, am 24. irgendwie einen halben Tag aufzumachen. Das ist ja Quatsch. Also ich weiß aber nicht, welche. Ich habe nur irgendwo das gelesen und dachte, ach nee, echt jetzt? Und habe es dann überblättert.
Aber also wenn es wirklich, wenn er wirklich ein Rewe oder so aufmacht, damit man noch schön ein Geschenkpapier da kaufen kann oder so, oder irgendwie ein Müller, dann weiß ich auch nicht. Also, also ich habe ja schon schön für die Männer, aber im Handel, ich habe ja schon im Handel gearbeitet und gejobbt und so. Ich habe auch an Weihnachten oder an Silvester oder vor anderen Feiertagen habe ich auch gearbeitet. Es ist wirklich nicht schön. Es ist zum einen so, gerade am 24., wo ich auch gearbeitet habe, da, ja, früh kommt meistens keiner. Die kommen dann alle wirklich so kurz vor Schluss und da willst du eigentlich schon langsam anfangen, irgendwie alles fertig zu machen, weil da sind ja auch ein paar Tage Feiertage. Das heißt, du musst den Laden richtig ordentlich hinterlassen und sind einige Vorbereitungen zu treffen, gerade so im Lebensmitteleinzelhandel oder so. Ne? Muss ja alles irgendwie gut weggeräumt sein, Tiefkühlhaus und so. Ja, also ich finde, würde es unmöglich finden, wenn da die Läden extra aufmachen für irgend so ein paar, die da irgendwie noch ihr Butter kaufen wollen. Das sollten wir lieber den Leuten, die dort arbeiten, da freigeben. Das sollte jeder so viel Planungssinn haben, dass man sich da Sachen rechtzeitig irgendwie kauft. Und für den, der da irgendwie sein Geschenkpapier noch kauft, wegen dem muss jetzt ein Rewe nicht aufhaben, meines Erachtens. Ich gucke zum Beispiel immer, dass ich Anfang Dezember meine Geschenke zusammen habe. Ja, das versuche ich. Falls dann doch noch irgendwas aus der Reihe kommt, dass man nicht den Stress hat. Versuche ich zum Beispiel auch, ja. Ich gucke mal ein bisschen, dass ich da so mein Zeug da so halbwegs beisammen habe. Ich meine, gerade jetzt mit Amazon hier, mit den Angeboten. Dies ist aber nichts dabei. Ich habe nichts gekauft aus diesen Blitzangeboten. Ich habe doch eine Pfanne. Wir haben eine Pfanne gekauft. Ja, ich habe letztes Jahr habe ich richtig viel gekauft bei diesen Black Friday und sonst was allen. Da war halt auch viel dabei, was die Kinder sich gewünscht haben. Irgendwelche Sachen, die dann einfach mal irgendwie 5 Euro oder 10 Euro billiger waren als eigentlich regulär. Diesmal war nichts, gar nichts. Nichts für mich, nichts für die Kinder, gar nichts. Komisch. Ja, das, was ich noch kaufen will für Chris, war leider auch nicht im Angebot. Aber da kaufe ich es ganz gut. Also, es hat mich echt geärgert, dass wirklich dieses Jahr dass irgendwie gar nichts Gescheites dabei war. Also für mich jetzt, weil für irgendjemand ist immer was dabei, gar keine Frage. Und wie gesagt, bis auf die Pfanne, die halt irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro weniger gekostet hat, was wirklich krass war, weil es echt eine richtig gute Pfanne ist, war da nichts dabei. Es war einfach keine kleinen Gimmicks, auch keine DVDs oder Blu-Rays, wo ich gesagt habe, boah, geil, den wollte ich schon lange auf Blu-Ray haben und ist jetzt hier runtergesetzt. Nix, gar nichts. Ah, heute gab es Wonder Woman. Habe ich vorhin vertwittert. Gab vorhin gerade Wonder Woman. Aber Wonder Woman kann ich ja noch angucken. Habe sie ja auch schon einmal geliehen. Ja, aber ja, ich habe auch dieses Jahr nicht so viel Zeit gehabt zu gucken. Letztes Jahr habe ich mir so ein paar Alerts gesetzt, da habe ich früh irgendwie alles durch aber habe ich diesmal auch nicht so richtig geschafft. Irgendwie total stressig. Ich hoffe, das entspannt sich noch ein bisschen in der Vorweihnachtszeit. Ja. Ja, vielleicht möchten ja, falls die Hörer uns was schicken wollen, irgendwie Süßigkeiten zu Weihnachten, dann findet ja die Adresse da auch irgendwo auf der Seite im Impressum oder so. Wir haben ja schon mal Sachen gekriegt, ne? Ja. Ja, kommen wir mal zu den Kommentaren, die wir bekommen haben. Briefkasten. Der Mike hatte noch eine Nachfrage zu dem Gewinnspiel, zu dem Rätsel letzte Woche. Und zwar fragt er, Nightmare war die Lösung. In der beschriebenen Szene wäre ein Fehler, denn die Mutter ist in dem Film nicht gestorben, sondern konnte noch gerettet werden. Und er fragt, ob da ein Fehler im Text war. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau an die Szene erinnern. Ich habe hier so eine Karte, da habe ich das halt vorgelesen gehabt. Ich dachte eigentlich, die hätte es nicht überlebt. Vielleicht gibt es auch verschiedene Versionen oder so, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall stand Nightmare auf dieser Karte drauf. Die Steff hat auch noch geschrieben, diesmal kann sie zu 3 Filmen kommentieren, die wir besprochen haben, denn sie hatte die alle 3 in den letzten Wochen in der Sneak. Sie hat auch Happy Death Day gesehen, der hat ihr super gefallen, auch super gefallen, genau. Sie liebt solche Zeitschleifenfilme. Sie mochte auch, wenn du stirbst, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sie hat sich sehr gefreut, dass sie beide dieses Jahr an das Sneak gesehen hat. Happy Death Day nimmt sich dabei nicht so ernst, was sehr erfrischend ist. Ja, finde ich auch echt gut. Sie hat sich sehr gut dabei amüsiert. 7 von 10 Geburtstagsüberraschungspartys. Letzte Woche hatte sie in der Sneak Preview Detroit. Sie stimmt uns zu, viel zu lang. Hat sie von Anfang an genervt, das Ende auch. Mitte war super spannend. Leider gibt es von ihr dafür nur 5 von 10 Schreckschusspistolen.
Und zu guter Letzt hatte sie auch noch Flatliners. Horror guckt sie nicht so gerne. Aber sie kennt auch das Original nicht. Und ja, sie fand den neuen schon stellenweise reichlich blöd. Die medizinischen Szenen kamen ihr sehr unrealistisch vor. Wie schnell sinkt denn die Körpertemperatur auf 33 Grad? Sicherlich nicht innerhalb von Sekunden. Die Auflösung fand sie auch ziemlich sinnlos, irgendwie viel zu einfach. So richtig Kontakt konnte man zu keinem der Charaktere knüpfen. Horror gab es auch nicht viel. Sie hat sich trotzdem ein paar Mal erschreckt und für die Männer gab es was zu schauen. Sie fand Diego Luna nicht schlecht. Allerdings hat sie den halben Film überlegt, woher sie die Synchronstimme kennen. Jetzt weiß ich wieder, es war der Daniel aus Lost. Flatliners gibt von ihr 4 von 10 Anrufe von Toten. Ja, genau. Macht's wie die Steff, schreibt uns, was ihr im Kino gesehen habt. Oder vielleicht habt ihr auch Sachen gesehen, die wir in der Sneak schon besprochen haben oder hier ganz allgemein. Dann könnt ihr auch mal euren Senf dazugeben hier und eure Meinung kundtun. Ist ja auch mal ganz interessant. Vielleicht, wir haben ja nicht hier die allumfassende ganze Weisheit hier, dass wir sagen, wie die Filme sind. Okay. Doch? Ja, meinst du? Ja, klar. Wir sind allwissend. Ja, also, wenn ihr uns kritisieren wollt, könnt ihr es in den Kommentaren tun oder ihr schreibt gleich eine E-Mail an kate@kinocast.net oder erik@kinocast.net oder schreibt alles irgendwie falsch, dann kommt es eh bei mir an, weil da ist so ein Catch-all, nennt sich das, habe ich gehört, gelernt, nennt sich das. Also wenn irgendjemand was falsch schreibt, @kinocast.net, dann kommt alles bei mir irgendwie raus. Auch der ganze Spam. Ja, Kommentare, Twitter, @kinocast, Facebook, @kinocast, habe ich jetzt heute wieder sehr lustig getwittert, hätte ich beinahe gesagt, gefacebookt. Hast du es schon gesehen mit Prinzessin Leia? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja. Hast du gefacebookt? Ja, ich habe da was reingeteilt in die Gruppe. Sehr, sehr lustig, fand ich. Ich habe mich da extrem kaputt gelacht. Folgt da mal Kinocast auf Facebook. Ja. Und ansonsten war es das für heute. Dann lasst es euch gut gehen. Falls von euch irgendjemand in der Gegend von Frankfurt ist, da werde ich Mittwochabend ein bisschen rumhängen. Vielleicht hat irgendjemand Lust auf einen Kaffee oder eine Idee, was man machen kann. Vielleicht gibt es ein cooles Kino. Du bist am Start mit der Sneak, habe ich gehört. Ja. Dann hören wir uns spätestens am nächsten Wochenende dann wieder für die nächste Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.